2, 3. Ich bin frei, frei, immer zu singen, dir zu dienen. Halleluja. Ich bin frei, frei, meinen Nächsten zu sehen, loszugehen, Gutes zu tun. Ich bin frei. Ich bin frei, frei, dir das zu singen, dir zu dienen. Halleluja. Wir sind frei, frei, meinen Nächsten zu sehen, loszugehen, Gutes zu tun. Wir sind frei. Unter diesem Motto sind rund 50.000 Ministranten aus ganz Deutschland hier nach Rom angereist. Patrick, woher seid ihr angereist? Vom Landkreis Komm. Das ist irgendwo in Bayern? Richtig, Oberpfalz. Aha. Und ihr seid mit dem Bus angereist? Yes. Und wie lange seid ihr da gefahren? 16 Stunden. Ähnlich wie diese Gruppe aus Bayern sind in den vergangenen 3 Tagen unzählige Busse mit Jugendlichen hier in der ewigen Stadt eingetroffen. Und alle sind gut angekommen, wie Bischof Wiesemann zu berichten weiß. Also ich habe bis jetzt gehört, dass alles gut gegangen ist, soweit ich es weiß. Und das freut mich natürlich auch, weil es ist ja auch etwas, wenn so viele sich auf den Weg machen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass erstmal alle gut da sind. 550. Das müsste... Zwischen 10 und 30 Stunden haben die Minis in den Bussen auf den Autobahnen verbracht, um hier nach Rom zu kommen. Das ist eine verdammt lange Zeit. Und wie sie die verbracht haben, habe ich sie einmal gefragt. Wie viele Stunden saßt ihr im Bus? Wie lange war im Bus? 15 Stunden. 15, ja. Und ist euch langweilig geworden oder habt ihr euch die Zeit gut vertrieben? Also die meiste Zeit haben wir eigentlich geschlafen, weil wir Nacht gefahren sind. Und ja, das war eigentlich der Hauptteil. Wie nur geschlafen, ist ja voll langweilig. Ja, Und wie hast du dir die Zeit im Bus vertrieben? Ich bin eigentlich immer geschlafen. Treffe ich auch mal irgendwen, der nicht geschlafen hat? Hat irgendwer ein Brettspiel gespielt im Bus? Karten gespielt? Wer ist das? Macht man das heute nicht mehr? Stadtlandfluss. Wer bin ich? Was ist denn, wer bin ich? Ja, Mensch. Da wird auf einen Zettel ein Name geschrieben und auf den Kopf geklebt und dann muss derjenige erraten, welche Persönlichkeit er ist. Und das habt ihr im Bus gespielt? Zum Beispiel. Oder Stadt, Land, Fluss oder Schiffe versenken, Sudoku. Auf was freut ihr euch besonders? Ja, auf die Papstaudienz natürlich. Kannst du mir das auch nochmal sagen? Auf was freust du dich besonders? Auf die geile Zeit, habe ich gesagt. Dass wir Spaß haben und viel erleben werden. Und viel sehen. Viele Sehenswürdigkeiten. Und vielleicht neue Bekanntschaften gemacht. Machen. Machen. Ja, sag ich ja, machen. Ich bin optimistisch, dass diese Erwartungen in jedem Fall erfüllt werden. Denn auf die Ministranten wartet hier in den kommenden Tagen ein äußerst spannendes Programm. Ja, natürlich, das Treffen mit dem Papst, denke ich, das ist zum ersten Mal, dass Sie ihn auf diese Weise begegnen können. Sie kennen ihn aus dem Fernsehen, aus Medien, ich weiß es nicht, aber so unmittelbar spüren, wie direkt, wie einfach, wie unmittelbar er Menschen und gerade auch junge Menschen anspricht. Das finde ich ganz wichtig. Und die große Gemeinschaft dort. Dann das Blind Date, was wir für Mittwochabend planen. Also einfach mal auch ein bisschen mit Zufall zusammengewürfelt, junge Menschen hier von diesen vielen, die da sind, zusammenzubringen, aus verschiedenen Diözesen, sich auszutauschen, Kontakt zu pflegen. Viel Arbeit steckt in der Organisation einer solch großen Mega-Mini-Wallfahrt. Neben mir steht jetzt Alexander Bothe, einer der Hauptkoordinatoren dieser Wallfahrt. Alexander, wie lange steckst du schon in den Vorbereitungen für diese Wallfahrt? Ich selber stecke seit einem Jahr an der zentralen Stelle drin. Insgesamt läuft das aber eigentlich schon seit 2 Jahren und das paart sich so ein bisschen mit der Vorfreude. Die ersten Planungen haben sofort gezeigt, ja, wir wollen dahin. Und jetzt ist es angefangen, jetzt sind alle hier. Wie ist das für dich? Unfassbar, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, es wird was wahr, was so lange eigentlich gebraucht hat, um zu reifen. Wenn wir hier sehen, im Moment sind immer noch die Arbeiten im Gange, es werden die Banner aufgehängt und ich kann es gar nicht fassen, dass all diese Planungen, die wir hatten, all diese Ideen, die wir hatten, dass die jetzt tatsächlich Realität sind. Und die Minis zu erleben mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Leidenschaft, großartig. Ich will auch auf ein Selfie mit drauf. Los, okay. Los, ich will auch auf Selfie. Und wie gefällt es euch hier in Rom? Ja, ist schon eigentlich toll, aber ziemlich heiß ist es. Ziemlich heiß. Ach, ziemlich heiß, ja, das stimmt. Der Schweiß läuft einem nur so runter. Worauf freut ihr euch besonders?
ja, auf den Papst, dass wir den mal sehen. Also ich habe bis jetzt den Papst Benedikt schon mal gesehen, aber den Papst Franziskus halt noch nicht. Die schönsten noch mit aufs Bild, aber Playback, wie schön. Komm, komm, jetzt müssen wir alle. Und wie seid ihr so singtechnisch drauf mit dem Motto-Lied? Oh, super. 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 Ja, dann mal los. Ja, ich kann's ja nicht. Wer kann das denn? Na gut, ich sehe schon. Alle reißen sich darum zu singen. Ich bin frei, frei, meine Nächsten zu sehen, loszugehen, Gutes zu tun, ich bin frei. Wunderbar, von wegen, ihr könnt das nicht. Ja, toll, danke schön. Jetzt wollen wir die Freikarten für den Petersdom. Ja, ah, die habe ich im Hotel vergessen, tut mir leid. Okay. Ich bedanke mich, tschüss, viel Spaß nach Würzburg. Würzburg kann singen. Es ist bist du besser, 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 bist